Willkommen bei Voices of Angola. Gleich werden Sie den besten Golfer des Landes kennenlernen. Ein Champion mit einer ganz besonderen Geschichte. Der Mann mit dem Spitznamen Manouche hat hart für seine Karriere gearbeitet. Unser Team hat ihn kennengelernt. Victor Marsal hätte sich nie träumen lassen, was aus ihm einmal werden würde. Heute geht er mit Manuel Petro, einem renommierten Trainer, der als Vater des angolanischen Golfs bekannt ist, auf den Platz, um seine Fähigkeiten zu verfeinern. Ein weiter Weg von Victors bescheidenen Anfängen, als er als Junge andere Golfer aus der Ferne beobachtete und deren Bälle aufsammelte. Die Spieler fragten uns, ob wir auch Golf spielen lernen wollen. Wir sagten natürlich ja. Dann forderten sie uns auf, einen Ball zu schlagen. So fing es an. Ein französisches Paar nahm den Jungen unter seine Fittiche. Sie unterstützten ihn dabei, Golf zu lernen, und finanzierten ihm später auch eine Ausrüstung. Als sein Interesse und Vertrauen in den Sport wuchs, wurden Victor und andere Caddies. Er lernte Manuel Petro kennen, den Trainer, mit dem er heute spielt. Und er wurde unter seinem Spitznamen Manouche bekannt. Wir gaben ihnen die Möglichkeit, an Wettbewerben teilzunehmen. Zuerst an Caddy-Turnieren, dann an Caddy- und Spieler-Turnieren. Wir haben sie trainiert. Nach ihrer Caddy-Ausbildung wurden sie von Spielern unterrichtet. Neben einigen anderen Kindern tat sich damals Manouche hervor. Er war die Nummer eins unter den Herausragenden. So kam es dann, dass Manouche bekannt wurde. Heute ist Manouche nationaler Meister. Aber er erinnert sich noch gut an seine Anfänge, als er keine Ausrüstung hatte und improvisieren musste. Wir nahmen eine Stange wie diese, bogen sie einmal, um daraus einen Griff zu formen. Wir hatten auch keine Bälle. Wir haben die Korken und Deckel der Weinflaschen genommen. Und Holzlatten waren unser Abschlagplatz. So haben wir Golf gespielt. Seine Anstrengungen und Ausdauer zahlten sich aus. Mit heute 38 Jahren hat Manouche in Angola mehr als 60 Titel gewonnen. Ich habe bereits 62, 63 Trophäen gewonnen. Eine davon ist besonders wichtig. Die Trophäe zum 45-jährigen Jubiläum der Unabhängigkeit Angolas. Sie bedeutet mir sehr viel. Wenn er nicht gerade auf dem Golfplatz ist, arbeitet Manouche als Chauffeur für eine Bank. Victor ist ein toller Typ. Er ist offen und aufgeschlossen. Er mag die Leute. Er ist der Champion von Angola. Er ist sehr gut in seinem Job als Fahrer und als Golfspieler. Der professionelle Golfsport ist in Angola noch im Aufbau. Infrastruktur und Ausrüstung werden erst entwickelt. Manouche hofft, andere zu inspirieren und traditionelle Stereotypen aufzubrechen. Die Jungs, die ich manchmal unterrichte, meinten anfangs, dass Golfspielen nur etwas für gut angezogene Leute ist. Aber ich sagte ihnen, als Profi werdet ihr euch auch so kleiden. Aber ihr bleibt die gleiche Person wie vorher. Das wird sich nicht ändern. Golf ist für alle sozialen Schichten. Die Herkunft spielt keine Rolle. Ich werde nicht aufhören, mich weiter anzustrengen. Entweder ich schlage den Rekord in Angola und bleibe in Angola, oder ich schaffe es eines Tages, international bekannt zu werden. Das war die Geschichte des besten Golfspielers Angolas. Mehr Folgen von Voices of Angola gibt es bald auf Euronews und natürlich auf unserer Angola-Themenseite. Danke fürs Zuschauen und bis bald.